Willkommen zurück zu Banner of the Mage. Wir lesen wieder einen der Briefe von Josephine. Echo Militär Paris. Robespierre ist anwesend. Lafayette ebenfalls. Enough. Why can't you two cooperate with each other? How could anything possibly go wrong in Paris if you join forces? With all due respect, Comte de Miravieux, cooperating with the butcher who ordered the shooting of civilians? I can't do that. What did you say? As a politician who hides backstage and provokes the people, you could never understand the danger when the public order gets out of control. Ich glaube, das ist ein Zeitraum in Frankreich, wo das jeder, glaube ich, verstanden hat, was passiert. Wenn die out of control sind, oder? Ich weiß ja nicht. Alright, alright, stop it. We're not here today to listen to you two insulting each other like street gangsters. I'm sorry that you're seeing this moment of awkwardness, Madame de Beauharnais. 先生们. It's okay. I'm here to visit Marquis de Lafayette on behalf of Pauline's request. What's happening here? Yesterday, a large number of nobles gathered in front of the palace and celebrate the king's birthday. In order to prevent them from colliding with the commoners, the Paris guards dispersed the nobles and arrested some diehards who refused to withdraw. 好吧. As Commander-in-Chief, you did fulfill your responsibilities, and that's quite a rare thing. However, the intention to release these people has exposed your position. These people are the royalists who deliberately provoked the incident, and they should be executed immediately before it's too late. You bastard! Do you want to send Paris into a riot? Hey, can't you just sit down and talk about it like a reasonable gentleman? With all due respect, you've retired already, and this problem should be my concern. You... It seems to be a deadlock. What should I say? Wir unterstützen das Freilassen der Adligen, oder? Der Noblen. Ich will mal nicht auf... Ich bin sonst so oft auf der Seite des Widerstandes oder des Aufbegehrens in solchen Spielen, was ich ganz witzig finde. Aber ich gehe immer eher so in die noble und royale Richtung hier. Was soll's. Monsieur Robespierre, I have some thoughts on this matter. Oh? What's your opinion then, madame? 瞧你说的. And the intention of these nobles was to celebrate the king's birthday, and the commoners knew it too. And Marquis de Lafayette dispersed them before they took any further actions. If you execute them merely because of the conflict, I'm sure that you know the legality stuff better than me. Isn't it equivalent to telling the people that they can push the nobles to the guillotine at will? I'd assume that you aren't trying to kill all the nobles. Moreover, this reminds me of my husband, that he was executed because of unwarranted charges. I'm sorry, madam. You're right. The justice of the law must be warranted. Hoba. Well then, Honor Gabriel Riquetti will do as Marquis de Lafayette said. Just don't let me see these nobles commit another crime. Your reputations with the Fulans has increased by 50. Thank you for the help, madam. I don't think Robespierre really wanted to ignore the law and sentence him to death. Huh? It's like he wanted to put some pressure on us Fulans. Oder mal, Fulans, ich weiß es nicht, ihr wisst es ja. You know he always very dissatisfied with our policies. When it comes to respect for the law, he's definitely better than others. Since this matter has been solved, I'm going home now. Hey, yeah. Wait, Comte de Miravieux. Pauline used to tell me that she was looking forward to hearing more of your stories. That girl doesn't even know who you are. Although you have already withdrawn from politics, you are still a figure of importance in Paris. I didn't expect her to remember me. I'm also looking forward to meeting her again. I do have a lot of stories to tell her. Well, this is the address of my study. Also, if there's any book you want to read, just visit me. Sorry for keeping you waiting, madame. What brings you here today? There's this thing. Pauline once told me that you were her instructor at the École Militaire. Aside from being a general, you're also a good instructor with extraordinary wisdom. Huh? I'm flattered, madame. I was hoping that Pauline wouldn't hate me for my extremely strict demeanor. Demeanor? But the battlefield is ruthless. I can't let them go to the front line and die without enough training. And I hope you taught her more common sense of social interaction as well. 瞧你说的.
I think she definitely understands your intentions. The girl seems to be more aware of the cruelty of the battlefield than others. Now she's a commander with great responsibilities and she needs the help of capable subordinates in Italy. I wonder if there are any talented soldiers available in Ecole Militaire? Neue Charaktere vielleicht? I'm very sorry for the war is getting more and more intense, and those who are capable enough in the Ecole Militaire have already been sent to the front line. However, there are still many instructors left in the Ecole Militaire. After all, many of them can get a formal deposition because they are of nobility. Can't get. It would be quite helpful for Pauline's subordinates to come back and learn something new from time to time. Okay, also entweder kann man neue Skills lernen oder vielleicht einfach Erfahrung generieren. That would really help a lot. I'll write to let her know. As for the specific details, Julie, come over here. What do you need, General? 交给你了. This is Madame de Buena. You are to explain how the training works in the Ecole Militaire to her. Please allow me to make my leave now, Madame. 好的. Understood. This way, please, Madame. This girl looks younger than Pauline, yet she's trusted by the General impressive. The instructor of the Ecole Militaire are experienced veterans. Some tutor fees are needed for the lessons, of course. In addition, practical improvements won't come out of armchair strategy. Please also bring the battle reports of specific operations. Speaking of which, ach, dafür brauchen wir die also, alles klar. Vielleicht kann man damit wirklich irgendwie nachleveln, das wäre ziemlich cool, aber mal gucken. Speaking of which, Pauline should have already learned about this when she was at the Ecole Militaire, so you can't simply tell her to send the officers in need to report in. Huh? Oh, I haven't told you anything about my relationship with Pauline, have I? I heard it from afar. My sense of hearing is really good. Here, I have prepared some refreshments. Please take a seat. The faction Fillons has been unlocked. The locations Ecole Militaire and Mirabeau's study have been unlocked. By establishing a relationship with other factions, the reputation of the Malmaison has increased by 50. Da müsste ein Level up sein bei denen jetzt, oder? Mal gucken. In the Ecole Militaire, you can learn new skills by using your funding and battle reports as a very skills. Okay. In addition, the higher your rank of reputation is in the Fillons, will unlock a wider variety of skills to be learned. Gucken wir mal. Hat man eine maximale Anzahl an Skills, die man beherrschen kann, oder nicht? Leadership plus 3, which increases the amount of HP recovered by military bands. Moral increase, hit chance and dodge. Scout, which increases the hit chance. Das ist ziemlich gut, ne? Heroic Spirit. When you initiate a heroic attack, recover 50% HP after the battle and receive movement plus 1 for 2 turns. Das ist krass. Die beiden Sachen hätte ich gerne für sie. Weil als Anführerin darf sie nicht so viel sterben. Ich muss sichere Angriffe mit ihr machen können und sie vielleicht zur Not mit sowas heilen können. Sind dieselben Skills überall? Nein, das liegt an der Klasse ein bisschen, ne, was man machen kann. Chasseur ist die. Kurz haben wir noch gar nicht richtig kennengelernt. Ich würde erstmal in sie investieren. Einfach weil sie immer dabei sein wird wahrscheinlich. Und weil sie öfter mal diejenige ist, die nicht sterben darf. Das heißt, ich gebe das hier. Und das hier. Ich warte mit den anderen ganzen Skills erstmal ab. Wenn ich das Gefühl bekomme, gewisse Charaktere funktionieren für mich gut oder haben gute Skills oder ich brauche gewisse andere Skills, kann ich das ja immer noch machen. Ich will jetzt aber nicht sinnlos Skills kaufen. Das macht auch keinen Sinn. Ich hätte noch nicht mal gespeichert bisher, weil ich noch gar keine Gelegenheit hatte. Tun wir das doch mal. So, City Map. Wir können eh noch nichts Neues machen irgendwo, also geh erstmal hier hin. Und checken die Reputations. Nein, wir sind immer noch erst Level 1 hier. Okay, ich dachte, wir werden schon weiter hier. Wir haben noch nirgendwo ein Level abbekommen. Die Royalisten und die Fillons, die haben uns bisher am meisten eingesetzt. Da sind wir relativ nah dran. Wobei ich ja schon sagen muss, dass die hier auch sehr interessant sind. Ne? Einfach weil sie uns nachher die Waffen geben werden. Also die, wohl nicht alle Waffen, aber zumindest die Fernkampfwaffen. Die besseren. Gehen wir erstmal in die Galerie. Wir haben nämlich neue Gesichter gesehen. Cosette ist eins davon. Every day the street
of France are filled with all manner of tragic scenes. Where this is not so, there would be no revolution. Cosette is one of the many people wrapped up in such tragedy. She lost her mother at a young age and grew up alone in the monastery until finally she was whisked away by a kind-hearted person. And by a twist of fate, she was admitted to the École Militaire with selection of the royal family. Compared to her initial appearance in the École Militaire, Cosette has become a healthier, happier and lovable girl. Cosette can communicate with animals. At first I thought it was just a tacit understanding between her and the skylark she'd grown up alongside in the monastery. But later on, even Charlotte's mount listened to her, leaving people with no choice but to believe her. Marquis de Lafayette. Having just returned from the battlefields of the Americas, this idealistic general, held in high regard both at home and abroad, hopes to establish a constitutional monarchy in France. As the commander-in-chief of the Garde Nationale, he is a difficult person to approach. Difficult. When he was our mentor at the École Militaire, we carried out extremely rigorous training. Everyone graduated from the École Militaire trembles upon seeing him. Compared to when he were at the school, the general is much more cordial now. Perhaps it's because he takes part in more social affairs as a leader of the Foulons. Ja gut, nee, also er hat euch halt damals ausgebildet, ne? Und wie er schon sagte, er hat euch hart rangenommen in seinem besten Interesse, damit ihr auch am Leben bleibt. Jetzt, wo ihr eure Ausbildung abgeschlossen habt, sieht das ein bisschen anders aus. So, Quests, was haben wir denn bekommen, oh. Schönes? Oh, wir haben keine Quests bekommen. Dieses Mal. Interesting. Müssen wir irgendwas nachkaufen? Wir haben, glaube ich, in letzter Schlacht kein Brot verbraucht. Tatsächlich müsste ich aber mal in die Kaserne. Da ich nämlich offensichtlich vergessen habe, ihr hier, wenn das überhaupt möglich ist, muss ich mal gucken. Ich habe hier nämlich extra nochmal einen Roundshot gekauft, ne, damit sie einfach mehr Emotionen hat. Da kann sie nämlich viel länger ballern. Und vor allem ist dann auch Regen kein großes Thema mehr für uns. Sehr gut. Die neue können wir uns auch mal kurz hier angucken. Die ist nur eine Rifle, ne? Die ist ein Aufklärer, habe ich gehört. Also wenn sie wirklich einen Aufklärerjob hat, dann sollten wir auf jeden Fall in die Stadt gehen und ihr ein bisschen Brot kaufen, weil da muss sie wahrscheinlich auch ein bisschen sich selbst versorgen können an der Front. Oder sogar hinter feindlichen Linien im schlimmsten Fall. Dann müssen wir wohin? Hier, ne? Ja, der große ist da. 抱歉，我正在忙，请您自己看看吧。 Wir kaufen euch zwei Stück. Brot kann man noch nie genug haben, oder? Hier bin ich falsch. Hier bin ich richtig. Okay, sie hat generell mehr Reichweite. Okay, wenn Gegner auf flachem Terrain sind, machen wir mal extra Damage mit ihr, alles klar. Okay, sie ist auf jeden Fall auch so ein Skirmisher, also ähnlich wie unser Deon. Noch ein Grund mehr, ihr ein Brot zu geben. Damit sie uns hier nicht verhungert. Wir haben keine neuen... Ja. Wahrscheinlich wäre in der Truhe ein neues drin gewesen, aber wenn wir Glück haben, war dann nur eins von denen, was wir eh schon gekauft haben, vielleicht drin. Ich hoffe es. Wäre schade, wenn da was Einzigartiges für uns verloren gegangen wäre. Gut. Ja, die Folge zu beenden ist auf jeden Fall viel zu früh. Das wäre lächerlich. Das heißt, wir können schon die nächste Kampagne anstarten. Wahrscheinlich werden wir die auch nur reinstarten, bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube, ich werde die komplett schon schlagen können, die nächste Schlacht, was auch immer es sein wird. Vielleicht kommt jetzt auch ein Kapitel, wo keine Schlacht stattfindet und wir kriegen erst dann neue Subquests. Könnte natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Wir marschieren los. Skylark in the Valley. Pauline's troops entered the valley only to find it difficult to break through the complex terrain and garrisoned enemy forces. And then Paulette arrived at the top of the valley. Uff, das sieht ja aus. Okay, advice. We feed all enemies. Wir sind alle besiegen, okay.
Pauline or Paulette is defeated. Oder wir sind zu langsam. Okay, wir müssen also in 12 Runden alle Gegner besiegen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen so eine puzzlige Schlacht, ne? Wo wir vielleicht auch mit weniger Leuten starten. Vielleicht sogar nur mit den beiden. Annihilation defeated Treasure Hunter Raven before defeating all other enemies. Das schaffe ich bestimmt nicht. Das klingt schwierig. The enemy instructor will urge nearby enemy forces to fight. It would be more advantage to... Wir kriegen jetzt Tipps, ne? Weil wir jetzt diese Typen kennen. Diese neue Fraktion. It would be more advantages to eliminate them first with artillery. Ja, wir haben doch ein paar mehr, okay. There are some goods left in the valley when the caravans were running away. It may attract the attention of bandits, so you better grab the goods for yourself as quickly as possible. Ich weiß nicht, ob ich hier das schaffen werde. Sehen wir diesen Raven-Typen schon? Nein. Ist Raven so eine Art Charakter, den man verpassen kann? Das klingt so, als ob man den Charakter kriegen könnte, wenn man ihn besiegt oder so. Und ich schaff's dann nachher nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir... Das Problem ist, wenn ich nicht weiß, wann und wo Raven auftaucht, ist das sehr schwer, jetzt irgendwas zu planen. Sehr, sehr schwer. Also ich gehe fast davon aus, dass wir die Optionale hier nicht schaffen werden oder die Schlacht nicht schaffen werden. Weil wenn ich zu lange warte, ist es auch Blödsinn. Da oben haben wir einen Schatz, den müsste sie greifen mit ihrer Kanone. Da unten haben wir auch einen Schatz, okay. 12 Runden für die ganze Truppe, du, das wird ein Gemetzel. Naja, was soll's. Soll ich irgendwas an der Formation verändern? Der erste, den wir bekämpfen müssen, ist Infanterie. Das heißt, da wäre schon mal gut, wenn wir die Sniper an der Front haben. Definitiv brauchen wir nicht die Trommelleute an der Front, das ist Blödsinn. Prinzipiell können Reiter weiter hinten stehen, weil sie schneller wieder aufholen können, ne? So. Dann beginnen wir einfach mal so. Thanks to Cortez's report, we know the situation in the valley clearly now. Cheep, cheep. There are two paths that pass through the valley, and the enemy's defense forces are deployed on the lower path. We must eliminate these defending forces in the valley first. The infantry and cavalry units are to march through the lower pass. 知道了. The high ground is a terrain that is very suitable for setting up artillery position. I hope that Paulette isn't too drunk to catch up. Ich sehe, da oben sind solche komischen Befestigungen, ne? Die man wahrscheinlich reingehen kann. Ich frage mich, ob die vielleicht auch noch die Reichweite der Artillerie erhöhen könnten. Das wäre cool. Is there someone speaking ill of me? And the boss is really a capable one. I have to do better today. This time my job is to maneuver between artillery positions on the high grounds and provide artillery support. I hope that my lessons learned in the Echo Militaire before I came to Italy was not a waste of money. That little white-haired girl really charged me a huge sum. Recalling her training in the Echo Militaire, Pauline gained a new skill. Das white-haired girl kennen wir mittlerweile, ja? Horse transport. You can move again for 3 grids after your initial move, but the extra move will finish your action in this turn. You can only equip 1 command skill at a time. Das ist cool. Ich finde, es ist eine coole Mischung zwischen, dass die Artillerie in diesem Spiel laufen und schießen kann und dass sie es nicht kann, wenn sie versucht weiterzulaufen. Das ist eine coole Sache. Das gefällt mir. Artillery sign. There are some artillery signs built in advance in the valley. Artillery units will have their attack range and damage done improved while standing on the artillery sides. Das ist natürlich heftig. Range und Damage. High grounds. The attack range of a troop is limited by height of terrain. Firearms and blades can only attack targets with a small difference of height. While artillery can attack targets with a big difference of height. Gut, das war vorstellbar, ne? Dass wir jetzt, wenn wir hier stehen, nicht da oben angreifen können mit Pferden, ist, macht Sinn. Okay, ich werde erstmal speichern jetzt. Ich glaube, dass wir die extra Mission eh verkacken werden. Mal gucken. Gut, dass ich hier extra Munition gegeben habe, oder? Das könnte in dieser Mission echt Gold wert sein. Wir könnten auf ihn schießen, damit es leichter ist. Aber dann töte ich ihn ja, bevor ich irgendjemand anders töte. Hier ist noch niemand, der Raven heißt, oder? Das ist doch blöd. Ich müsste jetzt eine Runde abwarten, bis dieser Raven spawnt. Ich verstehe das nicht. Das ist absolut dämlich, oder nicht? Da ich den Raven nicht sehen kann, das nicht einschätzen kann, werde ich einfach nach vorne pushen, weil es einfach klüger ist. Es wäre so närrisch, jetzt zu warten. Wie viel Reichweite sie hat, das ist der Wahnsinn. Wie viel Schaden macht sie? 11. Bei ihr sogar 12.
Ach, come on. Na gut, das geht ja schon gut los. 77% daneben. Ach, sie hat einen Reichweiten-Bonus. Stimmt, das sollte ich ausnutzen. Das wäre sonst ziemlich dämlich von mir. Ich hab das richtig verstanden, ne? Defeat the Treasure Hunter Raren before defeating all other... Ach, ich hab's falsch gelesen. Okay. Alles klar. Ich soll ihn nur besiegen, bevor ich alle anderen besiege. Nicht bevor ich überhaupt jemanden besiege. Da habe ich mich einfach mal ein bisschen hart verlesen, du. Ein bisschen hart. Kannst du ihn finishen jetzt? Das wäre eigentlich ganz gut. Ja. Ist im Level 3 relativ low, ich will sie ein bisschen pushen. So, Fat Rangers sind da, gut, das heißt, wir können. Gut, also mit dem Dragonen ist es eigentlich klüger, nicht so weit nach vorne zu laufen, damit du noch genug Platz hast zum Charge. Ne? Das darf man nicht vergessen. Man möchte ja noch ein bisschen Spielraum haben mit dem. Ich kann sie schon bis dahin laufen, ne? Da spricht nichts gegen. Sehr vorstellbar, dass der Treasure Hunter oben spawnt. Dann könnte man diese Kanone abknallen vielleicht. Aber noch ist er nicht gespawnt. Er könnte halt eine Bedrohung für Paulette darstellen, die sonst eigentlich sehr, sehr safe steht. Ne? So, der Gefährlichste für uns hier ist eigentlich er hier, oder? Linieninfanterie ist meistens nerviger. Aber ihn könnten wir one-shotten. Das ist auch ziemlich attraktiv. Und wir können ja Linieninfanterie locker killen mit den Snipern, der kommt. When you initiate an attack and dealt damage, enemies behind your target in the third grid lower have their current HP -20%, also lowered um 20% nach dem Kampf. Alter, wie geil ist das denn? Lange das nicht mit Friendly Fire funktioniert, ist das extrem cool, wenn du dann die Schüsse richtig planst. Weil du halt jemanden triffst und dann halt dahinter die Gegner auch noch treffen kannst. Das ist echt cool. Sie ist nur außer Atem, Leute. Nicht, was ihr wieder denkt. Das ist ärgerlich, dass sie nicht in Reichweite kommt. Das ist sehr ärgerlich. Obwohl wir ein Advantage sind, ne? Ich glaube, er hat ein Problem damit, dass er keine... Ich müsste mal gucken, ob ich ihm den gleichen Skill beibringen kann, die Colette schon kann, mit dem extra Reichweite, weil... Er hat ein Problem, weil er einfach weniger Reichweite hat. Das ist echt wichtig für Skirmisher, dass sie ein bisschen Reichweite nutzen können. Würde ich mal ganz... klar behaupten. Weil sie kommt jetzt auch an niemanden ran hier. Ich könnte sie höchstens da einschicken, damit sie dann vorher weggeht. Und Sniper ist ja mit ihr auf den. Schöner Schuss. Dann kannst du nämlich noch hier hinlaufen und das Feuer auf den eröffnen. Nein. So, du kannst ihn eigentlich finishen jetzt. So, kannst du jetzt den finishen? Das würde ich begrüßen auf jeden Fall. Ohne Konterfeuer, ja. Ja.
沉着冷静才是制胜的法宝。有什么要求就尽管说吧。Ja, bis dahin käme er gleich noch, deswegen bin ich gerade ein bisschen vorsichtig. Ich will eigentlich keine Möglichkeit bieten, meine Reiter anzugreifen mit seiner Linieninfanterie. Er hat er nicht verdient. Er bleibt sogar stehen. Das habe ich nicht erwartet. Ich würde sagen, wir sollten anfangen mit ihr, die Position zu wechseln. Wir uns unterstützen den Schatz hier vorne, weil wir es können dank dieser neuen Pferdefähigkeit. Rotwein, ja, passt ja zu ihr, weil ja klar, sie den kriegt da oben. Bisher ist diese Mission fast schon zu problemlos, ne? Ich sollte vorsichtig bleiben. Irgendwas könnte hier in die Hose gehen. Bisher ist nämlich ziemlich locker. Fast schon zu locker. Komm, er ist super tanky. Der kann mal ruhig ein bisschen nach vorne stellen. Das macht jetzt nichts aus. Und du immer schön Moral trommeln. Wir wollen ja die Ulti schnell voll haben, gerade für die, die noch Erfahrung farmen müssen. Gutes Level Up für sie auf jeden Fall. Macht sie viel tankiger. Wichtig, dass sie ein bisschen was aushält. Falls doch mal ein Angriff gerät. Bisher ist das echt lächerlich leicht, ne? Ich vertraue dem Braten nicht, aber. Wir move again, dann können wir nicht bis hier. Dann haben wir nächste Runde wieder eine gute Position. So, diese Runde sollten wir vielleicht gucken, dass wir hart pushen, oder? Klar, würde man gerne abwarten, bis die nächste Runde die Kanone bereit ist. Aber ich glaube nicht, dass wir uns das erlauben können. Das ist nicht wert, oder? Weil es immer noch Linieninfanterie ist, richtig? Ja, Schaden ist zwar da, aber wenn wir den Counter vorher abbekommen, ist das nicht witzig. Absolut nicht. Ja, die Kavallerie kann immer nachrücken. Die muss ich jetzt, wie gesagt, nicht so weit nach vorne pushen lassen. Das tut nicht Not. Hat einer von den experimentellen Rifles? Gut, haben sie nicht. Das ist wichtig zu wissen. Gut, eine Runde machen wir gleich noch. Dann würde ich die Folge, glaube ich, auch beenden. Dann machen wir den Rest der Schlacht nächstes Mal. Aber letzte Folge ein bisschen länger, dann machen wir die ein bisschen kürzer. Das ist ja, wie gesagt, jetzt der angestrebte Weg für uns. Machen wir bisher auf jeden Fall auch nicht von das Spiel. Ja, ich mache ja zwischendurch mal solche strategisch-taktischen RPGs. Und das hat ja schon einen ganz interessanten Flair, der mir ganz gut gefällt. Das da ist eine rote Zone, oder? Ich kann es nicht so gut sehen wie dem Schatten gerade, aber. Ich glaube schon, ne? Bis da ist eine rote Zone, ja. Dann bleib mal erstmal da stehen. Ja. Ja, eine Runde machen wir noch und dann gucken wir mal, wie es nächstes Mal weitergeht. Er wird es überleben, gehe ich von aus. Die Rifles haben also doch Reichweite. Ich muss davon ausgehen, dass sie immer Reichweite haben könnten, diese Skirmisher. Das macht die Sache gerade ein bisschen gefährlich. Aber ich glaube, er lebt das trotzdem, oder? Voll wegen der Selbstheilung jetzt wieder einsetzt. Ab jetzt, wohlgemerkt. Ja. Perfekt, das ist genau richtig. Es muss einen Grund geben, weswegen wir diese Feste hier besetzen können. Ich vermute fast, dass der Gegner noch eine Verstärkung bekommt hier hinten. Da sollten wir ein bisschen vorsichtig sein. Und es muss ja auch einen Grund geben, weswegen dieser lustige Baum da ist. Putz den mal da weg.
开火！开火！ Wahrscheinlich sollten wir jetzt ab nächste Runde, lohnt sich eh nicht mehr hier zu bleiben, nächste Runde sollten wir direkt loslaufen und gucken, dass wir da hinkommen. Vielleicht hätten wir es sogar schon gemusst, weil vielleicht der Raven-Typer hier spawnt und wir ihn sofort absniten könnten. Wir müssen nur richtig machen. Aber pushen müssen wir auf jeden Fall vorankommen. Schön. Hier ist eine Heilung fertig. Heroic Heal, bitte. Da stehen sie auf offenem Felde. Dilemma zur Schlachtbank. Das ist sofort Infanterielinie aufbauen. Du brauchst übrigens nicht deine experimentelle Maskete auszurüsten, danke. So, einen muss ich übrig lassen, ne? Dann lass ich gleich einfach mal den Husaren übrig. Ne, du musst dich angreifen, du kannst ruhig stehen bleiben, danke. So, dann müsste ich jetzt ja nur noch den guten Mura bewegen. Das tun wir jetzt nicht mehr. Ich schätze, da kommt noch was. Oder ist, wie gesagt, der Diebestyp kommt jetzt gleich diese Runde von da und ich hätte sie schon vorher hinstellen müssen, um ihn abfangen zu können. Und jetzt wird es knapper, weil ich es schaffen muss, irgendwie mit dem dann durchzubrechen. Wir kriegen schon irgendwie hin. Ich versuch's auf jeden Fall. Den Raven zu erwischen. Gut, dann danke fürs Zusehen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder und beenden diese Schlacht. Ich denke, erfolgreich, weil bisher läuft es ja sehr gut. Ich sollte vielleicht nicht so großkotzig sein, aber wer weiß, ob noch feindliche Verstärkung kommt. Naja, bis dann. Bye, bye.